Ach ja. Der da drüben joggt auch, ne? Da, ja. Das ist doch. Das ist auch das Frau Mietz. Sehr schön. Also aus meinem anderen Spielstand. Und da ist meine Fizzlekop. Na sowas. Läuft auch rum, wie er will, wa? Wartet, wart schon. Nee, nee, nee. Moment, Moment, Moment. Joggen. Schön weiter joggen. So, meine Fizzlekop ist das hier, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, meine Fizzlekop und Alexandra Mietz. Schön, die beiden sehen sich und begrüßen sich nicht mal. Das ist wirklich ein Ehepaar. So sieht's aus. Eigentlich ganz normaler Alltag, ne? Ah, schön. Und bumm. Einmal gegen sie gelaufen. Ja. So, jetzt ist er schon wieder fertig, aber du joggst mal noch ein bisschen weiter. Können wir eigentlich noch was? Levelaufstieg, okay, sehr gut. Das ist gut. Gutes Training. Können wir eigentlich Aktionen, Runde bilden? Nein. Die Sterne gucken, nee, okay. Dachte, wir können auch irgendwas Besonderes machen. Alter, wir sind noch echt fit. Und glücklich. Ach ja, wir haben ja hier so eine Aktion. Was ist denn das hier eigentlich? Positivität. Was? Okay. Positivität. Bin immer positiv. Also, na ja gut, fast immer. Okay, dann. Zu Abendessen. Komm, wir haben schön Sport gemacht, jetzt gönnen wir uns. Ja, was vor allem jetzt in der First-Person-Version ich unbedingt ausprobieren muss, ist, wenn wir mit Fräulein Isabella ein Techtelmechtel haben, da möchte ich mal in die First-Person gehen. Mal gucken, ob ich dann hier bei YouTube so einiges zensieren muss oder oder ob das überhaupt möglich ist. Okay. Beim Kochen sind wir auch aufgestiegen, das ist sehr schön. Um 23 Uhr. Bin gerade am Überlegen, ob wir noch mit den Spielen anfangen, zumindest. Ich weiß halt nicht, ob Isabella arbeiten muss jetzt am Sonntag. Ich habe keine Ahnung. Ja, komm, ess mal schneller. Ess man, ess man. Was machen wir noch? Wir müssen auf jeden Fall erstmal pushen. Danach können wir noch schön duschen gehen. Uhr 2. Wir sollten trotzdem ins Bett gehen. Und sie schnurrt. Aber selbstverständlich, bevor wir ins Bett gehen, müssen wir das natürlich mit den Techtelmechtel ausprobieren. Ne? Das ist ja nun, das ist ja ganz klar. Das muss sein. Okay, dafür müssen wir sie erstmal aufwecken danach. Wir können es nicht beanspruchen. Manu. Ja, okay. So, dann wecken wir mal die junge Frau auf. Die Küche kann. Wieso ist sie in
Jogging-Outfit, okay. Einen Kuss hauchen. Das kommt immer gut. Ewige Liebe erklären. Flirten. Und ich möchte sie mal wieder leidenschaftlich küssen. Was ist denn leidenschaftlich küssen? Moment, ich guck jetzt gerade mal. Zuneigung ausdrücken können wir natürlich auch machen. Schlüpfrige Frage stellen, auch gut. Knuddeln, nee, okay. Kuss hauchen, können wir sie einfach normal küssen dann? Ja, können wir. Verführerisch flüstern. So. Ich kann auch nicht mehr sprechen heute. Na gut, das kann ich auch sonst nie. Also von daher liegt nicht nur an heute. Ey, du bist voll gut. Sie ist rallig. So. Sie freut sich natürlich. Yay! Stöpseln! Oh, Hallöchen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja? Ach so? Und sie haut erstmal ab. Ja, das war lustig. Okay, ich dachte jetzt wirklich, da würde ein bisschen mehr passieren. Schade eigentlich. Ja gut. Isabella, wir sollten schlafen. Wieso schlafen wir nicht? Also nicht miteinander, sondern richtig schlafen. Muss ich sie nochmal bitten, über Nacht zu bleiben? Nee, oh. Muss ich nicht. Oh. Komm her, du bist ja immer noch erlegt. Jetzt seh ich doch. Mal gucken, ob das... ob es immer funktioniert? Funktioniert, okay, alles klar. Wat mut dat mut, ne? So, und jetzt bei den beiden nochmal volle Action. Oh ja. Was für eine Decke. Oh, guck mal, da schweben Herzen. Oh ja, du liegst da so sexy wie ein Brett. Das ist schön, das macht mich an. Okay. Nein, ja, nee, ich hab gedacht, da passiert ein bisschen mehr. Gut. Man kann nicht alles haben. So, jetzt müssen sie aber mal schlafen. Frau, wieso schläfst du nicht? Ich mach mir jetzt Popcorn, du penn ruhig. Schade, dass ich auf sie nicht zugreifen kann. Sonst würde ich sagen, schlaf. Heiratsantrag machen, flirten. Heiratsantrag mache ich, er lacht sich eins. Kann ich sie... kann man sie irgendwie bitten zu schlafen? Okay, sie muss erstmal pushen, das ist auch gut. Kennenlernen. Ah gut, vielleicht, vielleicht legt sie sich einfach gleich hin. Ansonsten gucken wir mal, was sie so die Nacht treibt. Ob sie einfach nur am Bett steht und uns anstarrt. Oder unseren Computer wieder durchforstet nach irgendwelchen
Internetbrowsern, genauso sieht's aus. Jawohl. Nett? Das ist cool, wusste ich gar nicht. Ach, wie geil! Cool! Das wusste ich gar nicht, dass das Ding so was macht. Aber sie hat Spaß daran. Ihr geht's gut. Die kleine Naschkatze. Macht sie jetzt eigentlich? Sie macht sauber. Ja. Sie ist zu Besuch bei uns in der Nacht, schläft nicht und putzt das Bad und nascht ein bisschen und ja. Ja, klar, warum nicht? Was ist mit der Frau los, ey? Die braucht nie Schlaf irgendwie. Jetzt durchsucht sie unseren Internetbrowser. Ah nee, sie spielt. Sie verbessert unseren Spielstand wahrscheinlich. Gut, dann beschleunigen wir das mal alles. Jetzt chattet sie. Okay, das muss ich mir nochmal angucken. Dann setzt sie wieder ein bisschen nascht. Jetzt spielt sie auf dem Handy. Genauso spielt man auf dem Handy. Kennt ihr die Leute, die irgendwie mit einem Controller oder auch mit dem Handy zocken? Jetzt geht sie schlafen. Oh, Mensch. Doch schon, ja? Ist jetzt 5 Uhr, es ist halb 6. Jetzt geht's endlich schlafen. Was ich sagen wollte, kennt ihr die Leute auch, die mit Controller spielen? Also mache ich ja auch, aber die einen Controller haben und beim Spielen den Controller so hin und her lenken und mit dem ganzen Körper mitgehen? Also so wie sie gerade mit dem Handy? Das ist immer total lustig, ey. Denke ich mir auch immer, Alter, das bringt nichts. Frühstück servieren. Pfannkuchen machen wir mal. Okay, wir fühlen uns. Okay. Jetzt ist er glücklich. Ich dachte gerade, da sitzt den. Das sah hier gerade so komisch aus an der Seite. So, die Mieze schläft. Wir bereiten Frühstück. Ja. Saubere Teller sind was Schönes. Das ist richtig. Cupcakes auch, ja. Aber jetzt machen wir erstmal Pfannkuchen. Jo. Jo. Wie es dreckig geworden ist. Ja, können wir gleich sauber machen. Nach dem Frühstück. Oder fragen Isabella, ob sie nochmal über Nacht bleibt. Nein, natürlich nicht. Tut dir nicht weh. Also, wenn meine Sims hier was mit Feuer machen, ich sehe immer gleich rot. Oder besser gesagt, ich sehe gleich schwarz. So. Weil die. Ja. Du hast jetzt nur was für dich gemacht? Ich dachte, du machst für die Mieze was mit. Und du rufst sie gleich zum Essen. Was ist da los? Deswegen bin ich auch auf Frühstück servieren gegangen. Ausgezeichnet. Für Vegetarier geeignet, ja. So. Ja, wir sind glücklich. Schatzü ist da. Ah, okay. Das können wir eigentlich mal machen. Können wir sonst noch machen? Ein paar Sachen sind jetzt neu. Okay. Wir haben aufgegessen. Können wir die Chronik überprüfen? Du kannst auch erstmal den Teller. Ja, okay, mach wie du denkst.
Mal schauen, wie es bei uns aussieht. Ob wir überhaupt irgendwelche Follower haben. Danach kannst du etwas zur Simstagram-Story hinzufügen. Hast du gerade ein Foto von der dreckigen Küche gehabt? Na gut. Ja. Bis dann. Tschüss. Hübsche. Säubern. So. Säubern. Aufräumen. Und danach, wir müssen Videospiele spielen, ne? Genau. Danach, Spiel spielen. Sims Server mit Mods, okay. Wir können Turniere teilnehmen, ach schön. Dann Sims mit Mods spielen. So. Spülen wir das noch schnell ab. Komm, beschleunigen wir jetzt mal. Und spielen. Okay. Geburtstagsparty. Würde ich gerne, aber... Tut mir leid, aber hier muss ich jetzt echt ein bisschen was machen. Zwei Follower. Wir haben 12 Follower. Aber machen wir alles mal ein bisschen schneller. Ja, denn dann kommen wir heute ganz gut durch, ne? Ist jetzt 14 noch was, ja? Bald 15 Uhr. Ob Isabella sich nachher noch mal meldet? Ob sie nachher noch mal rumkommt? Mal gucken. Mal gucken. So, ich glaube, das mit den Aufleveln klappt nicht ganz. Glaube ich zumindest. Dabei Sims brennt jemand. Ist das Isabella? Ich frage für einen Freund. Okay, er spielt nicht weiter. Manu, halt, halt, halt. Achso, du musst pushen. Ja, pinkeln kannst du. Dagegen sage ich nichts. Danach, wollen wir vielleicht mal... Warum eigentlich nicht, ne? Sims Forever. Anfängerturnier. Das klingt doch nach dem Plan. Hast du überhaupt die Hände gewaschen? Ich glaube nicht. Minus 20 Euro. Dollar. Euro, Dollar, Simulons, Zeugs, da, Geld. Minus 20 Geld. Oh, yes. Ich weiß gar nicht, gibt es für die Sims überhaupt Turniere? Und Isabella brennt schon wieder. Oh. Ja, sehr konzentriert. Der junge Mann. Level-Optik, sehr gut. Wir werden wieder nervös, ne? Oder unsicher, ja. Weil Isabella nicht da ist. Jetzt? Den dritten Platz haben wir gemacht, okay. Ja, ist doch gut. Klar, jede Menge Platz für Verbesserungen. Sicher, das hat man immer. Aber ist doch gut. Hey, Buddy. Darauf erstmal ein Schlückchen Wasser. So, dann kannst du eigentlich mal etwas lesen. Und, achso, nee, nicht nur etwas, sondern... Hier muss ich hin.
Lesen. Dip, 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 dip. Der klassische Kram. Lesen wir den mal.